Moin, nun war das langsam Tiet. Ich bin gerade von der Arbeit an den Strand gefahren. Das Boot soll fertig gemacht werden. Ich habe endlich einen Krantermin. Heute ist Freitagabend. Das Boot ist fertig zum Kran. Ich lege hier als Letzter in der Halle. Gleich soll es losgehen. Wetter ist noch ziemlich kalt, es nieselt. 5 Grad, aber wenigstens kein Wind. Ich hoffe, dass das gleich alles gut klappt. Jetzt warte ich auf den Mast. Das Boot ist im Wasser. Wird erstmal einen anderen Steg verholt. Da kommen erst noch ein paar andere Boote, die auch noch kramen wollen. Das geht hier alles so peu à peu. Wollen wir nach. Die bange Frage nach dem Kran ist immer, ist das Boot dicht? Hält die Stopfbuchse? Der Durchlass der Schraube? Und natürlich, wie schaut es um den Motor aus? Läuft er nach einem halben Jahr Winterruhe noch? Aber der Mast steht, die Maschine läuft. Meine kleine Mini-Runde, die Maschine einmal warm werden zu lassen. Und dann geht's in den Hafen. Wenn die Maschine läuft und das Schiff schwimmt, dann ist der Skipper erstmal glücklich. Wer allerdings meint, damit ist die Arbeit schon getan, der irrt sich. Jetzt muss noch alles eingestellt werden, die Wandenspannung, der Mast muss gerade ausgerichtet werden, der Baum muss wieder angeschlagen werden, die Segel müssen ran und so weiter und so fort. Da ist noch eine ganze Menge zu tun, was man so als Laie gar nicht ahnt. Noch viel aufwendiger sind allerdings all die Wochenenden vorher. So, auf in den Keller, in meine Bastelecke. Die letzten Tage habe ich an meinen Holzteilen, die ich mit nach Hause genommen hatte und im Keller gelagert habe und im Herbst abgeschliffen hatte, lackiert. Der Lack ist soweit ganz gut angezogen. So, Einkauf gehört natürlich auch mit dazu. Zum Boot will wieder mit verpacken. Ein bisschen was zu essen muss auch mit, wenn es im Lauf geht. Wieder beim Boot. Noch ist hier alles Großbaustelle. Die Halle ist voll. Schauen wir doch mal, wie weit wir heute kommen. Eng an eng gepackt die Boote. Und da ist die Biedewind. Da haben wir die Großbaustelle. Die ganzen Luken und der Wellenbrecher fehlen noch. Die Fenster sind noch abgeklebt vom Lackieren.
ist alles wieder angebaut und das Unterwasserschiff gestrichen? Dann ist das Boot fertig zum Kran und der Skipper freut sich und feiert erstmal. Aber auch nach dem Kran ist das Boot noch nicht klar zum Auslaufen. Unter Deck herrscht immer noch Chaos, überall liegt Werkzeug und Kleinteile rum. All das muss noch zusammengepackt werden, vermutlich am nächsten Wochenende. Wer ein Boot besitzt, hat keine Langeweile mehr. Es gibt immer was zu tun und zu tüdeln. Da braucht man kein Haustier oder ähnliches. In diesem Fall seht ihr mich dabei, wie ich gerade mein neues Funkgerät einbaue, das ich mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Nur heißt es, das Boot aufzuräumen, das überflüssige Werkzeug von Bord zu bringen, Pött und Pannen wieder einzuräumen und klar Schiff zu machen, damit es wieder losgehen kann auf große Fahrt. Und falls du auch darauf so gespannt sein solltest wie ich, dann abonniere meinen Kanal Sailing by the Wind und freue dich mit mir auf einen schönen Segelsommer. Tja, moin, jetzt wird das Appetit. Ich bin gerade am Strand nach der Arbeit, Freitagnachmittag. Ordentlich am Blasen. Ich hoffe, das Handy fängt nicht um. Natürlich weht's um.